Schwedisch, günstig und schon zusammengebaut. Mieten Sie den Volvo XC60 ab 39 Euro pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Ja, moin Elbkick. Ich stelle euch heute meine Traumelf vor. Das ist die Tafel, die magische Tafel für einen Trainer. Ich spiele sehr gerne mit der Mannschaft in einem 4-4-2-System. Ich fange einfach mal beim Torwart an. Samu Graudenz spielt, glaube ich, bei Hamm. Jetzt mittlerweile eine Katze. Holt jedes Ding raus. Vermisse es leider, mit ihm zu spielen. Aber in meiner Traumelf auf jeden Fall die Nummer 1. Innenverteidigung bildet ein sehr, sehr guter Freund von mir. Jasper Gill spielt bei Linden. Super toller Mensch. Ziemlich groß, zwei Kopfballstark, zweikampfstark. Lässt eigentlich nichts anbrennen. Für mich auch ganz klar Innenverteidiger von der Mannschaftsführung her, vom Zweikampfverhalten her, ein Spieler, der vorweg geht. Neben ihm Kim Liebermann, ein Spieler, mit dem ich in der Jugend sehr lange zusammengespielt habe. Er hat auch einen sehr, sehr tollen Weg gemacht. Leider verletzt oder auch einige Verletzungen hinter sich gehabt. Wünsche ihm natürlich alles, alles Gute. Nichtsdestotrotz, in meiner Traumelf ist er auf jeden Fall drin. Mittlerweile links, ich hätte ihn gerne woanders aufgestellt, aber ist eine mittlerweile angestammte Position. David Sneden von Pauli 2. Ein sehr, sehr guter Mensch, super Spieler. Damals schon bei uns vorwärts Kapitän gewesen, hat die Mannschaft vorweggeführt. Sehr, sehr zweikampfstark, technisch brillant. Definitiv einer meiner Top-Spieler. Rechts Saman Kuma von IFH, die Konstante bei uns im Verein. Und schafft es natürlich auf jeden Fall in meine Traumelf. Michi Meier, bei Vorwärts kennenlernen dürfen. Über 8-9 Jahre gemeinsam mit ihm gekickt. Freut mich ganz stark für ihn, dass er diese super Entwicklung genommen hat. War ja auch zu erwarten aus meiner Sicht. Leider durch zwei größere Verletzungen zurückgeworfen. Aber ich denke, dass er mit Sasel aufsteigt in die Oberliga. Wünsche ihm das Beste. Und natürlich seinen Panthers alles, alles Gute für die Zukunft. Sobald ich Zeit habe oder sofern ich Zeit habe, gucke ich mir auch mal die Spiele live an. Ein absoluter Superkicker, ein super Mensch und auf jeden Fall die tragende Stütze dieses Teams. Neben Chris Kulicke, Pinneberg, spielt auch in der Oberliga, ein ziemlich junger Spieler, der Verantwortung übernehmen kann, der technisch stark ist, zweikampfstark ist, abschlussstark ist. Dementsprechend denke ich als Komponente zu Michi Meier auf der 6 überragend. Ich fange mal im rechten Mittelfeld an mit einem Linksfuß, Umut Kocin, früher bei HD 16 gespielt, dann meines Erachtens nach in Bielefeld, spielt jetzt mittlerweile bei Türkei. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass er mal Profi war oder auch Profi ist. Super Spieler an der linke Klebe, da hätte ich als Torwart schon Schiss, aber ich glaube, andere Torhüter haben auch genug Angst vor ihm. Links im Mittelfeld mein kleiner Freund Almeida Ferreira Rogério. Wie ihn bei Pauli kennenlernen dürfen. Ein Spieler, der im 1 gegen 1, also wirklich, wenn das Sprichwort stimmt, dass man jemanden in der Telefonzelle austadeln kann, dann Rogério, der nebenbei noch einen Tunnel verpassen würde und dann einen Torabschluss macht. Feiert seine Tore auch sehr einfallsreich mit super, super Jubelgesten. Ich vermisse dich, mein Freund. Ne? Wenn ich Zeit habe, gucke ich mir ein Spiel von dir an. Vorne, die beiden Stürmer. Mustafa Hadid, Mitspieler von mir, auch Gegenspieler in der Jugend. Wahnsinnsquote vom Tor, eiskalt vom Tor. Der trifft wirklich wie am laufenden Band bei uns. Und Arne Nüchterlein von Voran Uhe, diese Saison überragend. Hatte die letzte Saison auch mal ein paar Verletzungen. Und natürlich habe ich es nicht weggelassen, diese Mannschaft auch als Coach zu übernehmen. Ich denke, wir sind im Hamburger Amateurfußballbereich werden wir ganz weit vorne. Das war meine Traumelf. Haut rein. Kein Dach überm Kopf, aber einen schicken Wagen. Mieten Sie unsere Cabrios ab 39 Euro pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung.